Ja, hey Leute, und ja, im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich diesen Neandertaler-Speer hier gezeigt habe. Und ich möchte heute ein paar Tests durchführen, wie tödlich diese Waffe ist. Ja, hier haben wir diesen morschen Baum. Und ich gehe jetzt ungefähr auf 4 Meter Entfernung. 1, 2, 3, 4. Ja, genau 4 Meter. So. Und jetzt werfe ich diesen Speer hier. Mal sehen, ob die Spitze unversehrt bleibt oder sie beschädigt ist. Wie gesagt, es besteht aus einem Stück Akazienholz. Und was eigentlich von Natur schon sehr hart das Holz ist und noch im Feuer gehärtet. Mal sehen, was diese Waffe anrichten kann. Ja, da steckt er. Hier. Also, wenn das ein Wildschwein wäre, hätten wir heute einen Braten. Und die Spitze ist unversehrt. So, noch einen Wurf. Jetzt verdoppelt, also jetzt habe ich ein bisschen mehr Reichweite. So. Naja, das war jetzt mal daneben. Also man sollte schon einige Entfernungen einschätzen können bei dieser Waffe. Und noch einen Wurf. Schöner Wurf. Jetzt werfe ich mal hier hinein, dass sie es noch einigermaßen hart, und mal sehen, was dann passiert. Ja, der steckt und die Spitze ist unversehrt. Immer noch sehr, sehr spitz. So, mein letzter Wurf. Und da mache ich ja auch schon Schluss. Also der ist hier jetzt nicht stecken geblieben. Der hat ein ordentliches Loch hier hinterlassen. Ja, Leute, das war's dann auch schon. Und wie ihr hier sehen könnt, eine sehr, sehr primitive Waffe, was sie anrichten kann. Also, mit so einem Speer würde ich mich schon sicher fühlen. Wenn ich zum Beispiel jetzt im Dschungel wäre, dann würde ich mir hier noch so einen Stock drauf binden, dass, wenn mich ein Tier angeht, weil dann rutscht es gleich durch den ganzen Speer durch und dann landet es schließlich bei mir. Und dann hält dieser Dings, dieser Querbalken, dieses Viech fest. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und das war's dann. Tschüss.